Hast du dich schon mal gefragt, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Geschirrspüler und einem XXL-Geschirrspüler? Genau das klären wir in diesem Video. In den Prospekten von vielen Herstellern findet ihr den Hinweis, dass das Gerät neben der normalen Variante auch in einer XXL-Variante erhältlich ist. Diese Geräte sind etwas höher. Und im Innenraum habt ihr etwa 5 cm mehr Platz. Bei Miele ist es zum Beispiel so, dass diese XXL-Geräte ab einer Arbeitsplattenunterkantenhöhe von 85 cm verbaut werden können. Andererseits ist es so, dass ihr ab einer gewissen Arbeitsplattenhöhe zwingend ein XXL-Gerät benötigt. Andernfalls würde unten die Möbelfront gegen den Sockel schlagen und das Gerät lässt sich nicht öffnen. Für die Auswahl des Geschirrspülers sind zwei Maße entscheidend. Zum einen die Arbeitsplattenunterkantenhöhe, also das Maß vom Boden bis zur Unterkante der Arbeitsplatte. Und das zweite Maß, das ist die Länge von dieser Möbelfront. Bei einem voll integrierten Gerät könnt ihr ganz einfach hier diese Länge messen. Habt ihr ein teilintegriertes Gerät, also mit der Bedienblende vorne, dann messt ihr einfach von der Unterkante von der Möbelfront bis zur Oberkante von der Bedienblende. Mit diesen zwei Maßen kann der Fachhändler euch genau sagen, ob ihr ein normales Gerät oder ein XXL-Gerät benötigt. Von den Maßen gibt es auch einen Mischbereich, also wo ihr sowohl ein normales Gerät als auch ein XXL-Gerät verwenden könnt. Ich empfehle unseren Kunden, wenn möglich, ein XXL-Gerät zu verwenden, denn das ist im Innenraum etwa 5 cm größer. Und dieser Raum kommt hauptsächlich dem Oberkorb zugute. Damit habe ich in XXL-Geräten die Möglichkeit, auch solche Frühstücksteller im Oberkorb zu positionieren und dort zu spülen. Versuche ich diesen Teller im Oberkorb von einem normalen Geschirrspüler unterzubringen, funktioniert das nicht. Hier ist der Platz zu klein und der Teller passt nicht hinein. Den Unterschied zwischen dem normalen Geschirrspüler und dem XXL-Geschirrspüler sieht man auch schon an der Höhe vom Oberkorb. Bei dem XXL-Gerät ist der um einige Zentimeter höher als hier bei diesem normalen Gerät. Wie du siehst, ist es wirklich praktisch, einen XXL-Geschirrspüler zu haben. Je nach Nische muss sogar ein XXL-Gerät verbaut werden. Wenn du dir unsicher bist, welches Gerät du benötigst, lass dich von deinem Experten vor Ort beraten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Dann bekommst du regelmäßig Tipps vom Hausgeräteprofi.